Beim weiteren Projekt hier in Sachsenheim geht es um die S5, um die Verlängerung der S-Bahn-Strecke von Stuttgart über Bietigheim nach Sachsenheim, über Sersheim nach Feigen bis nach Mühlacker. Aus unserer Sicht ist es enorm wichtig, die S5-Strecke weiter auszubauen, um einfach den öffentlichen Nahverkehr zu stärken und auch die Personen, die Pendler mehr auf die Schiene zu bringen. Wir haben eine Herausforderung dabei, und zwar dürfen wir oder müssen wir darauf achten, dass die Taktung der Regiozüge von Feigen direkt nach Stuttgart dadurch nicht minimiert werden, weil sonst gewinnen wir nichts dabei, sondern verlieren dabei. Und es war immer auch so die Argumentationslinie vom Minister Herrmann, entweder oder. Und er hat dann seinen Regiozug eingeführt, der aber nicht funktioniert. Und wir brauchen dringend diese Verlängerung der S5 hier in diesem Bereich Stuttgart, Bietigheim, über Feigen-Enz nach Mühlacker. Christian Jung unterstützt uns hier, Mandat des Bundes. Wie ist deine Einschätzung hierzu? Ja, lieber Roland, es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Feigen, Sersheim, Sachsenheim, aber auch der Bahnhof Ellental in Bietigheim-Bissingen, dass der angeschlossen wird ans Stuttgarter S-Bahn-Netz, ja. Weil natürlich die meisten Leute, die hier wohnen, die pendeln eher Richtung Stuttgart. Und deswegen liegt es geradezu auf der Hand, dass man sozusagen die S5 bis nach Mühlacker verlängert, weil es ja ein Bahnhof ist, wo man dann auch tauschen kann. In Feigen-Enz im Bahnhof kann man ja wegen der Schnellfahrstrecke, die ja kombiniert im Bahnhof liegt, in der Mitte, kann man das ja gar nicht so einfach machen. Es würde rein theoretisch gehen über die Tunnelsysteme, aber dann würde man alles andere blockieren. Deswegen macht da Mühlacker wirklich logistisch großen Sinn und spricht auch nichts dagegen, dass man das macht. Es gab ja da schon viele Planungen, gab ja auch schon Machbarkeitsstudien in der Vergangenheit. Wir haben es hier natürlich auch wieder ein bisschen mit grüner Ideologie zu tun, weil das nicht in die Wünsch-dir-was-Konzepte von dem Minister Herrmann reingepasst hat. Aber ich glaube, es ist gut, wenn man das macht. Wir sehen ja nicht nur in Stuttgart, auch in der Metropolregion Rhein-Neckar bei den S-Bahn-Verlängerungen, dass es dann richtige Standortfaktoren sind. Und es nützt natürlich den Menschen auch, wenn sie eine Taktung haben, die man sich nicht merken muss. Mhm. Also wenn ich weiß, alle 10, 15 Minuten fährt da immer was, dann muss ich ja nicht mehr genau schauen, sondern gehe ich einfach zum Bahnhof hin und fahre dann mit dem Zug weiter. Und das ist natürlich eine Sache, die das dann sehr attraktiv macht, das System, wie es ja auch schon von Bietigheim-Bissingen aus ist, Richtung Stuttgart. Da schaust du ja auch nicht, wann ein Zug kommt, sondern du gehst einfach zum Bahnhof und steigst dann entweder in eine S-Bahn oder in den Regionalexpress ein. Weil das ist ja so ähnlich wie Mühlacker, dieser Bahnhof. Da kommen ja verschiedene Strecken auch zusammen. Hier gibt es nur ein Problem, was man aber auch lösen kann. Hier gibt es ja diesen Mischverkehr, auch mit Güterzügen. Oder auch manchmal, wenn die Schnellfahrstrecke, wenn irgendwas ist, wenn die gerade nicht funktioniert. Ist ja sehr interessant hier in Sachsen, fahren manchmal auch TGVs durch oder ICEs. Aber das sind dann halt spezielle Fälle, spricht aber nichts dagegen, die S-Bahn bis nach Mühlacker zu verlängern. Vielen Dank, Christian Jung.